Ja, herzlich willkommen zurück bei World of Warships. Und die Schlacht beginnt. Jetzt, wo gehen wir hin? Mein Name ist Omaha. Zeit. Schnonigasse. Am Hauptgrill. Ich sehe auch da eine Träger verraten. Gegnerische Streitkräfte entdeckt! Ich weiß, ja, die gehen über. Das zeigt sie auch. Das zeigt sie mir auch. Meine Kasse, friss! Und brenn! Jawohl! Da kommt der Oma. Wo? Aha. Hier treffen wir da nicht. Da stoppt es ein bisschen. Aha, ja. Jetzt wird es auch wahrscheinlich in Bewegung setzen. Jetzt wird die Wahrscheinlichkeit langsam in Bewegung setzen, aber du nicht. Und jetzt ballern wir durch. Ist ja gut, ist ja gut. So. Dann machen wir da runter die Ecke. Das wird langer. Ja, das ist auf gut Glück. Jetzt mal auf gut Glück. Vollbär! Vergiss oder schwer. Oder beides. Oh!
Da hätte ich gesagt. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Wyoming. Der Piste war voll, warum? Und in New York. Brenne. Schwere Sorte, die. Feueralarm! Ja, ihr kommt halt von der Omaha, ich weiß es. Problem gelöst! Kommt von der Omaha, von dort. Ihr matzt die Elend. Scheiße. Von der Grenze zu einer. Und von der Oma unten. Ja, aber gut, wir haben wenigstens etwas gerissen. Am anderen ein bisschen geholfen dort oben. Und jetzt bin ich wild. Scheiße, die Lande. Sie waren gar nicht schlecht drinnen. Sie waren gar nicht schlecht drinnen.
Sollten die vier da unten, die vier unten necken, dann sollte er ein etwas machen jetzt. Sich mal in Bewegung setzen. Flugzeug trafen, denke ich. Ja, das dürfte jetzt ein bisschen heiß werden. Was macht dort der Wäsche drunter? Was ist das? Okay, jetzt fliegt Texas raus. Nein, sie sind der Flugzeug dran. Noch sind wir im Vorteil. Das kann so schnell antreten, jetzt ein Texas rausgekriegt. Wir kommen dort die Kreppe rein bei den anderen, aber eben. Sollten die auch in den Fugend haben müssen. Die sollten einfach mal ein bisschen mehr Tempo machen da unten. Aber Schlachtschiff eben, ist langsam. Isokase versucht ihnen eine Torbine zu zeigen. Ruhe! Ja, geben wir ein bisschen Feuer unterstützen. Ja, und die Schlacht ist gesehen. Da jetzt dann könnten wir. Ja. Aber Texas steckt ein. Jetzt sind die Offense süßer fliegt, nachher können sie lange, gut lange. Dann könnte die zweite Flugzeugtrage auseinandernehmen. Wir sind dort im Crepe drin und halt Crepe noch. Oh nein, aber. Oh je, jetzt haben wir es. Ja, das dürfte ich sein. Das dürfte der Sieg sein. Yes! Da unten ist auch einer draussen. Da holt jetzt dort der Ding, der Käpt'n. Muss er sie weise versenken. Und der Kepler sein. Das wäre die andere Seite. Und da jetzt Kongo noch ein bisschen reinhauen. Dann könnten wir den Sieg einfahren. Ja, drei Stück versenkt. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Kongo. Ja, lass das Kreppel sein, ein Versampel. Flugzeugträger dürfte ich noch nehmen, ja, da dürfte kein Problem sein. Da dürfte kein Problem sein, jetzt dann mal schnell da den Farbkollegen. Ja, da haut mir jetzt eine volle Ladung rein. Das war's dann. Yes! Good game! Oh, was haben wir da abgeschossen? Für zwei Siege. 38.000 Schaden. Erfahrungspunkt, freier Erfahrungspunkt, ja doch.
Das ist gar nicht schlecht. Ausbildung. Ah ja, 15 Schiff. Teamwertung. Ja, vierter Platz. Für das, was wir hier gleich rausgekriegt sind. Was haben wir gemacht? Da New York haben wir 9000 gegeben. Roma, ja, dann haben wir voll einen reingekriegt. Ja, ist das neue Wertungssystem. Das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. 74 Treffer, 33.000 Schaden. Ja, durch Brand, Wassereinbruch und Rammen. 5 Brand verursacht. 2 Bomben zerstört. Gefechtsdauer Kilometer, der zugelegt ist. Ja, das hat natürlich erhaltener Schaden. Ja, das finde ich jetzt gut gemacht als neue Wertungssystem. Du siehst von jedem Schiff schön, wie viel und so weiter und so fort. Kreditpunkte. Erhalten 184.000, 20.000 für Aufträge. Ausgeben haben wir 17.000. 3.400. Ja, doch, das kann man noch stehen. Das kann man noch stehen. So. Jo, gute Runde gewesen mit der Omaha. Würde ich sagen, gute Runde gewesen. Also, noch was das für dieses Mal. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.